Karl Hautmann, ja, Rektor in Rinte, 1896 bis 1982, ja, dieser Karl Hautmann, den habe ich nicht geliebt, den habe ich, weil er mich geschlagen hat. Der war nur so guter, ein Gänsefüßchen-Mensch, ein guter Mensch aus der Nazi-Zeit. Das hat er übertragen so ins die Nachfolge und 1956, da war ich 6 Jahre alt und da hat er mich geprügelt. So Heimerkunde, wenn ich nicht wusste, die Straße und sofort hat man die Finger hergeben müssen so und dann die Tassen, die stecken. Und wenn man den Hand weggezogen hat, dann hat es erst recht Prügel gegeben. Ja, Hautmann, die Hautmann, da hat seinen Namen verdient. So, schauen wir mal jetzt an der Lieder. So. Jetzt schauen wir, vielleicht ist der Name drin. Ich bin gespannt, da bin ich jetzt gespannt. Das wollte ich schon so lange machen und immer wieder, wie das Leben halt so ist, treibt es dann rum und man kommt nie dazu. Und heute haben wir den, das muss mal sein. Das kann ich wissen. Ja. Das treibt mich auch nicht. Aha, da, schauen wir mal. 77. Jetzt schauen wir mal. Anna Liederer. Die dabei ist. Da Anna. Haben da haben wir die Anna, wo ist die Anna Liederer? Ja, wo ist denn? Oh mein Gott, unten die ist Anna Liederer. Ja, die ist da mal so ein bisschen weg. Ja, die Ringschirmtante. Ich möchte nicht, nehme ich jetzt sogar. Anna Liederer bewegt die ganze Welt, also eine Diana Fuchs, eine amerikanische Rockgigantin, hat ein Bruder gesehen von mir, ja. Da hat es gewonnen müssen, hat gesagt, was war das für ein Mensch? Dann habe ich eine Zeit von Anna, ja. Und dann hat sie gesagt, mei, da mache ich einen Blues. Und dann machen wir einen Spielfilm auch. Über das, was Anna da wahrscheinlich alles erleben, eben musste im Krieg. Anna, danke dir. Okay. Also, für dich, wir sehen uns schon wieder. Also, ich gehe wieder. Für dich, danke für die Hilfe.